Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute die dritte Folge Alice Wedderbach und ja, gerade ist geschehen. Der Fan ist noch nicht angekommen, ich bin ehrlich. Ich habe es mir nicht mal angeschaut im Katalog. Ich habe da noch einen Katalog. Dort habe ich es mir nicht mal angeschaut, weil ich keine Zeit gehabt habe. Ich hatte viel Stress, bin nur immer dumm telefoniert und ich habe jetzt endlich auch eine Karte bekommen und den Hausschlüssel. Aber ja, Karte ist hier. Wenn man hier mal auf die Felder. Das ist der Nachbar. Das ist alles eingezeichnet, das ist richtig gut. Von dem könnte ich mir auch Maschinen aus ne also nehmen. Obwohl ich noch nicht da war, aber ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall hier einmal. Das hier ist unser Feld, die 15. Da ist Weizen drauf, sehr gut. 11 wird wahrscheinlich Gerste sein, richtig. Weizen, Gerste, die 7 haben wir auch. Ich bin ehrlich, ich verkaufe jetzt mal die 7. Die 38 wird gekauft. Somit haben wir hier einmal Weizen, Raps, Weizen, Gerste und Hafer. Und hier die 36 ist das Grasfeld, wie ich schon gesagt hatte. Ja. Schauen wir uns hier mal besser um. Da ist die Kuhweide oder was? Ups. Okay. Hier kann ich aufmachen, dann können die Kühe raus. Okay. Aber die Kühe werde ich noch nicht machen, weil sie sehr kostenintensiv sind. Und man sehr viel Arbeit und alles reinstecken muss. Deswegen ist das dabei noch nichts für mich. Da steht mein kleiner Anhänger. Mal schauen, ob ich den noch brauche. Wenn nicht, dann kann ich ihn noch verkaufen. Aber ich werde ihn sicher noch brauchen, deswegen verkaufe ich ihn mal nicht. Jo, das ist eigentlich für die Kühe Mist, was man da drinnen einsammeln muss. Kann man dann daher schütten. Und das sind zwei Fahrsilos. Schöne kleine Fahrsilos. Davon werde ich eins wahrscheinlich als wirkliches Silo verwenden. Häckselgut oder Gras kann man beides drin lagern. Und eins werde ich wahrscheinlich für Lagerung von Strohballen oder von Feldfrüchten oder sowas halt haben. Jo, soweit der Plan. Schauen wir uns die Maschine richtig an. Denken wir eh schon den schönen Frontlader. Dann einmal eine Sämaschine. Ist auch schön. Aber leider klein, aber macht ja nichts. Dann einmal hier den Gruber, ist dasselbe. Und hier mal die Traktoren, die werde ich noch alle ausfahren, aber dabei noch nicht. Dann hier der kleine Anhänger, mit dem werde ich heute noch losfahren. Und das Einkaufen, einmal eine Ballmaschine, sehr wichtig. Damit ich nicht nur loses Gras habe, das ich hier reinfüllen kann. Sehr knapp, sondern auch Ballen. Mal schauen, was da drin ist. Da habe ich ja noch gar nicht reingeschaut. Oder? Jo, das ist auch sehr wichtig. Sorry, mein Gedächtnis. Ein Schwader. Auch wichtig für Bahnen, dass ich entweder Ballen oder
das lose Gras in den Ladewagen packen kann. Und das Wichtigste bei deinem Grastechnik ist, bei der Grastechnik ist das Mähwerk, ein schönes Kuhn-Mähwerk. Ja, soweit, so gut. Hier kann ich theoretisch auch ein bisschen Gras abstauben. Das gehört dem Nachbarn, soweit ich weiß. Oder ist da irgendjemand? Irgendjemand? Der hat auch, ich glaube, sogar größere Ziele. Kann das sein? Oder gleich große. Aber der hat auch sehr viel Stellplatz. Und auch Kühe und alles. Hier Stellplatz. Hier weiß ich gar nicht, Packfläche oder so. Kuhweide oder was auch immer. Hier auch Stellplatz. Theoretisch könnte ich ja den Hof, wenn ich genug Geld hätte, auch dazu kaufen. Aber das ist nicht so einfach. Weil das ist ein zweiter großer, das ist wirklich größer als meiner, großer Hof. Aber ich bin zufrieden mit dem. Und ja. So Leute, zurück. Kein Kart gab's jetzt. Ja, ich wollte ja mit dem Traktor losfahren. Warte, ich sollte besser eigentlich. Nicht das kleine Tor. Doch. Kleine Tor zumachen und das hier aufmachen, weil da kann man besser rausfahren. Jo, welch nehme ich denn? Wartet, ich habe noch im Postfach gehabt, weil ich hatte ja die Karte, weil ich mit dem lieben Bürgermeister geredet habe, telefoniert besser gesagt. Der hat mir eine Karte geschickt per Post und einen Katalog, wo die ganzen Maschinen und die Details und alles drin steht. Das kann ich mir jetzt mal anschauen. Den Fan, den ich unbedingt wollte, ist der, glaube ich. Der mit der Reifenvariante gebraucht. Voller Motorausführung. Frontaufbau brauche ich nicht. 110 wäre das. Aber da war ja noch der hier. Nicht montiert Agrar. Achso, der ist. Motorausführung auch voll. Von meiner Reifenvariante war ja so. Pflegereifen. Aber der hat. Nee, das ist nix, echt. Das ist schwach. War das sonst noch ein Fendt? Nee. Ja, also den will ich sicher nicht weggeben, den Güldner. Den habe ich auch noch. Der hat, glaube ich, volle Ding. Das wären dann F-Variante, Zustand, Rabatt, GPS, Thema. Der hat 105 kW. Und den habe ich auch noch. Konfiguration. Breiter würde ich sagen. Cool. So müsste es sein. Und da darf man Nein packen. Dann würde ich mal keine nehmen. F-Variante. Würde ich so nehmen, also Prototypen 2 und 3. Da würde ich eher
Es kommt drauf an, weil der Fan, wenn man voll hat, ist 110. Aber er ist 105. 5 kW und das ist eigentlich gar nichts. Deswegen, ja. Achso, da wollte ich noch schauen, wie viel kmh. kmh der 50. Auch bei Vollmotor? Ja. 50. Der hat 40. Und der nur 32. Wie viel hat der? 43. Jo, der klingt eh gut. Der springt doch direkt an. Kann man nichts sagen. Einmal Beschleunigung, also Ding runtersetzen. Ich muss gerade dran. Fliegt ein Helikopter oder was? Naja, das geht noch viel näher. Passt das so oder ein Stück noch? Ich könnte ihn eigentlich auch gleich konfigurieren zu kleineren Reifen, wenn das geht. Hier ist nur 30. Aber ich war trotzdem 40. Warte, ich bin hier Reifeisen. Ich glaube, ich muss sogar hier hin, oder nicht? Okay. Ich sehe gut, dass das dann direkt so nah ist, weil ich da wahrscheinlich öfters hin muss. Das ist spitze, dass das so nah ist. Wenn das ist. Aber ich denke nicht. Oder? Nee. Ich bin falsch gefahren. Hä, wo kann das sonst sein? Hier wahrscheinlich. Markierungssetzung. Hey. Sorry, das ist ohne RP. An RP. LRP, wie auch immer. Aber er ist mir reingefahren, nicht ich ihn. Deswegen entschuldige ich mich auch nicht. So, wie viele Euro haben wir noch? 145.000. Wartet mal. Das ist schön. Das ist noch schön. Aber das geht nicht wenigstens. Warte, ich war zuerst
den Mechaniker. Und dann zu. Na. Jetzt fällt's mir leider nicht ein. Ja, zum Kaufen von den Sachen. Okay, das ist glaube ich auch eine Kuhweide, soweit ich weiß. Aber Kühe brauche ich nicht. Es ist schon schön hier. Ich weiß, mein Hof ist zwar nicht im Trailer zu sehen gewesen, weil ich den erst kurz vorher gemacht habe, weil ich dann doch dachte, ich will keinen großen, sondern einen kleinen Hof. Aber der große Hof spielt da doch eine Rolle hier. Zwar ist das einer der ansässigen Bauern. Das heißt, er ist hier und ist ein Bauer, ja. Was ich sagen will, ist. Hallo? Hallo? Okay, dann nicht. Was ich sagen will, ist eigentlich, dass ich keine Zeit hatte, da weil andere Bauern auch noch Bauernhöfe zu beziehen oder so. Aber so viele werde ich nicht beziehen, weil ja, weil noch niemand mitspielt und okay, Tegor, Michelin, Tegor, Michelin, konfigurieren, und solange niemand mitspielt, brauchen wir ja auch nicht so viele Höfe, nur einen zum Sachen leihen, und ja, das wollte ich nur gesagt haben, ich werde noch ein paar einrichten, aber nicht viele. Vielleicht noch einen oder vielleicht höchstens zwei. Aber auf jeden Fall, ja, werde ich nicht mehr so viel einrichten, solange niemand mitspielt. Also wenn ihr mit. Sorry, es ist echt schwer zu fahren. Also wenn ihr mitspielen wollt, dann schreibt mich auf Instagram an. Er wird jetzt unten eingeblendet, wie ich heiße. Jessrun-007. Schreibt mich da gerne an, dass ihr mitspielen möchtet. Und schreibt dann am besten auch, ob ihr RP-Erfahrung habt. Und es, was ihr gerne spielen möchtet. Es gibt entweder Bauer, Maschinenring. Ja, Maschinenring ist der Händler. Oder halt BGA brauchen wir auch Leute, muss ich noch einrichten alles, aber ja, schreibt das gerne dazu, wie gesagt, und ja, dann war es das eigentlich auch schon mit den ganzen Infos. Und so weiter und so fort. Es ist für jeden, also es ist keine Altersbegrenzung, nur halt nicht so jung. Ich bin zwar auch jung, aber ja, ich brauche keine 5-Jährigen oder Mindestalter gibt es schon so, sagen wir mal, 10 Jahre. Ist eh jung, aber
Unter 10 geht gar nichts. Ja, dann, falls ihr Bock habt, wie gesagt, schreibt mir gerne. Und dann werde ich euch zurückschreiben. Passwort und alles vom Server. Und dann könnt ihr eh schon mitspielen. Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Sonnenblumen, Mais, Mischration, Schweinefutter, Weizen. Weizen hätte ich gerne. Starten. Mal 4000 macht 8000, 8000 Liter, sorry. Und dann können wir eh schon nach Hause fahren. Ich nehme mal die lange Route. Sorry, dass ich jetzt rausgehe, aber ja, das mit den kleineren Reifen schaut auch besser aus. Ja. Das war's mit den Nicht-RP-Sachen. Ich weiß nicht, ob mir noch was einfällt im Laufe der Aufnahme, aber die ist wirklich vorbei. Ich weiß nicht genau, wie lange die Aufnahme ist. Ich hoffe nicht zu kurz oder nicht zu lang. Ja, ich bringe jetzt noch den Anhänger hin zu meinem Hof, leer den dort aus. Eigentlich hätte ich auch einfach einen anderen Weg fahren können, aber ja, egal. So, kipp da schnell ins Silo, ich muss herauswählen welches. Ich will es jetzt aus äußere kippen. Und falls ihr euch da so ein bisschen aufnehmt, ich spiele zwar schon ein paar Jahre ähnlich, aber ja, falls ich irgendwas falsch mache, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr überhaupt irgendwas schreiben wollt. Aber ja. Noch Platz? Ja, einiges. Jetzt. Ach, immer dieses Hin und Her. Okay. Dann muss ich es halt hier abbrennen. Mitten auf den Hof. Shit. So, dann parken wir noch den Anhänger ein. Und dann haben wir das auch gemeistert. Ja, warum kann ich nicht mit der Innenkamera einparken?
Fuck. Den packen wir auch noch an. Dann ist Schluss mit der Folge. Ich sollte aufhören, so peinlich zu reden, aber egal. Ich weiß noch nicht, wie oft der, also wie der Plan ist, wie oft ich hier Ding LS Elderbach 2 bringen werde. Das werdet ihr wahrscheinlich hier sehen. In der nächsten Folge werden wir das irgendwo hin verfrachten. Und bis dann, bleibt schlau. Ciao, ciao.